Also gut, Männer. Jetzt hört ihr Blackbeards ehrliche Meinung. Ihr fragt mich, verheißt dieser Captain euch ein Leben voller Beute, Raub und Abenteuer? Ei. Unter allen Glücksrittern, die hier im Karibischen Meer kreuzen, zählt er ganz klar zu den gerissensten. Einst dünkte ich mich selbst als die gefährlichste Plage dieser Gewässer. Aber dieser Mann ist ein verschlagener Hund. Er nährt sich von Tod und Terror. Ich sah, wie er auf Deck einer spanischen Galeone Klarschiff machte, als wäre es nichts. Er kämpft wie ein Teufel in Gestalt eines Menschen. Und gewitzt ist er. Findet seinen Weg über jede Klippe und jeden Winkel dieser Inseln. Also, seid ihr auf Beute und Abenteuer aus? Ist Captain Edward Kenway euer Mann? Doch, Finger weg von seinem Privatleben. Diesen Mann umgeben Geheimnisse, nach denen sogar ich nicht frage. Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 4. Ein Spiel, auf das ich mich schon lange freue. Ein Spiel, bei dem ich mir jetzt vorgenommen habe, tatsächlich mal das erste Assassin's Creed zu sein, bei dem ich wirklich alles mache, alles sammle, alles mache und tu, was das Spiel irgendwie so von mir verlangen tut und tut. Außer vielleicht irgendwie jede Sequenz auf 100% kriegen. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja, aber halt so sonst so vom ganzen Sammelzeug und sowas. Ja, das ist eine von den Dingen, die ich halt schon gerne machen tun wollen würde. Guten Deutsch. Wenn der Ubisoft-Server mich denn jetzt gerade mal rauflässt. Das wäre nett. Ubisoft-Server, lass mich nicht in den Stich. Komm schon. Du warst vorhin noch ganz nett zu mir. Wenn sie diese Schritte abbrechen, stehen möglicherweise Funktionen. Ja, So, da ist es ja. So, wir beginnen ein neues Spiel und starten mit einem neuen. Hätte es gedacht. So, mein Name ist nicht Abstergo. Ich bin nicht eine komische Firma. Mein Name ist Mammut. Ich bin so ein Typ aus dem Internet. Kennt man vielleicht. So, und dann gucken wir mal, was daraus wird. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ich habe ja wirklich schon viel Gutes über Assassin's Creed 4 gehört und ich bin selbst sehr gespannt. Ubisoft präsentiert. Cape Bonavista, Juni 1715. Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Okay, dann müssen wir irgendwie an die Kanonen. Auch wenn ich nicht weiß, wo und wie und was und wieso, weshalb, warum. Aber hey. Der Steuermann ist tot. Ja, dann, ne? Das Ruder. Ja, ich mach ja schon. Hier. So, und wie steuere ich? Kanonen abfeuern. Um Ihre Kanonen abzufeuern, halten Sie LT und bewegen Sie den rechten Stick, um zum Zielen. Drücken Sie dann RT, um zu schießen. Schießen Sie für maximalen Schaden auf den Rumpf. Okay. Warte. Lass mich mal ganz kurz gucken hier, wie funktioniert das? Ich sehe noch nichts. Ich glaube, es gab hier irgendwo eine Markierung. LT zum Zielen. Jo. Ich sehe nicht, dass ich da irgendwas ziele. Ah, da ist es. Ah, diese Markierung habe ich gerade gesucht. Okay. Die war eben für mich nicht ersichtlich. So.
erstmal hier ein bisschen das Schiff lenken. Fahr doch nicht so schnell. Das war das Wasser. Es war ein Schuss aufs Wasser. Muss auch mal sein. Ich bin der beste Kanonier ever. So. Schiffe versenken in groß. Nein, nein, wir werden nicht zerschmettern. Wir drehen bei. Hoffe ich. Und noch eins weg. Sehr schön. Bin ja schon dabei. Aber ich glaube, ich fahre gerade hier das Schiff hier an die Wand. Oh. Mist, da hätte ich eigentlich hier gerade voll anballern können. Wow, was ist das für eine Ansicht? Hallo. Okay. Also ich kann wohl auch mehrere Kanonenansichten haben. Das ist eigentlich ganz nett. Boah. So. Ja, das Schiff ist gleich weg. Okay. Sehr schön. Und nu? Das Magazin ist explodiert. Ja, lauf noch hin, wenn es explodiert. Mann über Bord! Mann über Bord! Ist es gefährlich? Edward! Hm? Die Freibeuterei, ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Ja, wie viele Jahre sind seitdem vergangen? Okay, neues Missionsziel, das Ufer erreichen. Okay. Einfach mal durch die ganzen Schiffswracks hier irgendwie durchschwimmen. Am besten nicht mitten hinein ins Feuer. Krieg ich da überhaupt Schaden? Nur mal gucken. Nee, krieg ich nicht. Okay. Ich bin ja im Wasser, ich bin sicher. Okay. So. Muss jetzt auch nicht untergehen und irgendwie vorher noch mit der Pfeife irgendwie trällern oder sowas. Hier ist ja kein Eisberg. Also alles okay. Die Welt ist in Ordnung. War es für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack!
Dich hole ich mir, Früchtchen. Ja, dann mal hinterher. Was? Den Assassinen finden. Ist das ein Assassine? Der Assassine, der... der vorhin unseren Captain ermordet hat. Müssen wir mal gucken. Ich mag sowas, ne? Solche Schluchten und dann ist da so ein Wasserfall und sowas. Ich sollte eigentlich hier hinterher. Aber hey, erstmal Umgebung angucken und so. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Halten Sie RT, bewegen Sie sich vorwärts, um zu klettern. Ja, das übliche halt, ne? Okay. Typische Assassin's Creed-Steuerung. Außer halt, dass wenn man RT drückt und dann A noch dazu drückt, dass man dann nicht richtig rennt. Das war in den ersten Teilen noch so. Kann ich hier irgendwie hoch? Kann ich hier hoch? Nee. Wo ist denn jetzt? Ich habe halt nicht gesehen, wo er jetzt auch hin ist, ne? Also wirklich so, gar nicht. Ups. Was denn hier? Warum qualmt das hier? Ist hier eine heiße Quelle? Kann ich mich hier erstmal ausruhen? Warum nicht? So viele Fragen. So typisch Mammut und doof halt. Kann ich da vielleicht weiter hoch? Na, ja, sieht gut aus. Abgesehen davon, dass ich von der falschen Seite hochkletter. Tollen Y-Gabeln aus Assassin's Creed 3. Okay. Da. Okay. Hier haben wir auch, sehe ich gerade auf der Karte unten links. Wir haben hier so einen Aussichtspunkt, wo wir die Karte erstmal erkunden können. Das nutze ich erstmal ganz kurz. Na, wenn ich schon sage, so, ja, ich will hier alles machen, dann kann man auch mal gleich das machen. Der Typ läuft ja erstmal, den kann man ja nachlaufen, das ist ja das Tolle. Synchronisieren wir. Okay. Ab ins Palmdach, das runtergefallen ist. Da läuft er. Wo will der bloß hin? Das ist meine Wortwahl. Fatzke sagt ich immer. Da ist ein Schatz. Ich will einen Schatz. Erstmal gleich plündern hier. Mensch. Dann frage ich mich halt auch so, was ist das hier für ein Symbol? Ich auf der Karte habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ist das jetzt oben? Ist das unten? Was? Das ist tatsächlich irgendwo hier auf der Höhe? Okay. Folgen kann ich ihm gleich immer noch. Ist das da auf dem Baum? Das hier? Da ist doch irgendwas. Was auch immer das ist. Aha, ein Fragment ist das. Okay. Weiß ich Bescheid. Hier ist einmal wieder ein Schatz. Es wird ein ganz schlimmes Spiel für mich. Ich merke das schon. Es wird ein ganz schlimmes Spiel. Da läuft gerade einer weg, aber er läuft ja noch. Und hier noch so ein Tier, das kann man auch mal häuten. Man weiß ja nie wofür. Kriegen wir einen Knochen? Ist das nicht toll? Ich finde schon. So, und dann ist da unten noch ein Schatz. Muss ich aber wieder klettern, dann... Au. Desynchronisiert, ach nee. Yay. Au. So, ist er nicht hier? Nee, muss noch tiefer sein. Was? Was war denn das für ein Geräusch? Oh Gott. Das überlebe ich doch nicht. Ja. Das ist auch eine Pulle. Holen wir uns mal die Pulle. Wo ist denn hier nichts? Da.
Weißt du, bist kaum im Spiel drin. Hast einfach 500.000 Dinge zu holen. So, was haben wir da? 16. Das Observatorium. Ich verweiligte mehrere Tage bei meinem Entführer Balam. Bei meinem. Ha. Okay. Stellte ihm allerlei Fragen und er tat dasselbe mit mir. Und all die Zeit verwunderte ich mich, welche Schicksale er für mich geplant habe. Dann endlich am 7. Tage fragte ich, was mir auf dem Herzen lag. Was wollt ihr von mir, Herr, dass ihr mich so gefangen haltet? Daraufhin lachte Balam und entgegnete, ihr seid kein Gefangener, Weiser. Ihr könnt jederzeit abreisen. Sagt uns nur, wo wir euch absetzen sollen, und so es in unserer Macht liegt, bringen wir euch dorthin. Diese Antwort überraschte mich erst, dann erzürnte sie mich. Nee, erzürnt steht da, ne? Oh Gott, diese Schrift ist ja schlimm, wenn da R und N zusammen steht, sieht aus wie ein M. Erzürnte sie mich. Warum hat er mich dann mit solch teuflischen Methoden hergebracht? Entführet gar. Darauf entgegnete er, euer Meister hatte einen Templer zu Gaste und könnte inzwischen selbst ein ebensolcher sein. Diesen Männern darf man einen so wertvollen Preis wie euch nicht anvertrauen. Haltet euch fern von jenen, denn sie suchen nach dem Wissen, welches ist verborgen in eurem Verstande, eure Träume, eure Erinnerungen und der Ort, der euch einst hold war, das Observatorium. Dieses Wort hallte in meinen Ohren nach, denn ich hatte es bereits früher gehört, in einer anderen Erinnerung, vor langer Zeit. Und was wünscht ihr von mir, Herr? Fragte ich ihn. Wollt auch ihr mir die Geheimnisse entreißen? Balam lächelte. Ich würde sie nicht scheuen, doch ob ihr sie mitteilen mögt, ist eure Entscheidung. Eure Geheimnisse gehören euch, und nur ihr könnt sie teilen. Das ist eine komische Schrift. Ist wahrscheinlich so ein bisschen so auf alt gemacht, ein bisschen mit Dialekt und so. Weiß nicht. Finde ich schwierig zu lesen. Aber gut, ist wie es ist. Da ist noch ein Mensch. Ah ja, das ist Caroline Scott. Caroline Scott, die Tochter von Emmett und Elizabeth Scott, wurde in Bristol in England in eine wohlhabende Kaufmanns- und Beamtenfamilie geboren. Nach einer bescheidenen Ausbildung durch ihren Vater beschloss sie, sich auf eigene Faust weiterzubilden und las Bücher, wann immer es ihren familiären Pflichten erlaubten. Wenn sie nicht las, half sie ihrer Mutter dabei, sich um die Geschäfte ihres Vaters zu kümmern und wurde so zu einer selbstbewussten und besonnenen Frau, die weitgeschickter und intelligenter war, als ihre Situation es erforderte. Caroline traf Edward Kenway erstmals vor dem Old Shillelagh nach einem Streit unter Betrunkenen. Sie kam, um eine ihrer Bediensteten abzuholen, und fand sie in Begleitung von Edward, der sie vor den Fängen eines berüchtigten Bristoler Schützenjägers retten wollte. Zum Dank für diese Aufmerksamkeit stimmte Caroline einem zweiten Treffen unter angemessenen Umständen zu, hätte aber eine Romanze sicher nicht für möglich gehalten. Und doch gegen jede Wahrscheinlichkeit ist genau das geschehen. Edward und Caroline kamen sich recht nahe und verliebten sich bald, gegen den ausdrücklichen Willen ihres Vaters. Emmett Scott hatte die Hand seiner Tochter bereits einem Vertreter der einflussreichen East India Company versprochen und machte kein Hehl aus einer Missbilligung dieser Beziehung. Doch all seine Einwände konnten nicht verhindern, dass Caroline und Edward im Jahr 1712 heirateten. Okay, dann gibt's noch Duncan Walpole, der Dr. Walpole. Duncan war ein Cousin zweiten Grades des ersten Premierministers Großbritanniens, Robert Walpole, und wuchs bis zu seinem 18. Lebensjahr in relativem Wohlstand auf. Dann schloss er sich der britischen Royal Navy als Seekadett an und träumte davon, ein richtiger Deckoffizier zu werden. Sein hitziges Temperament und seine Impulsivität allerdings verhinderten einen schnellen Aufstieg, und so wurde er bald ungeduldig und unzufrieden mit seinem Fortschritt.
Nach nur 3 Jahren war sein Interesse an der Marine vollkommen verebbt. Sein Herz hing nun daran, einen Posten bei der East India Company zu bekommen. Dabei traf er einen alten Seemannskameraden, den er sehr respektierte und bewunderte. Und dieser Seemann führte Walpole in den Assassinenorden und seine Lehren ein. Zunächst war Duncan misstrauisch, doch bald schon widmete er sich dem Orden mit einer Inbrunst und einem Tatendrang, den er in der Navy niemals entwickelt hatte. Auch seine Fähigkeiten verbesserten sich, ebenso wie sein Ruf. Sein Temperament und seine Impulsivität blieben jedoch gepaart mit einer wachsenden Arroganz. Er war außerdem bekannt für seine regelmäßigen Kontroversen mit den Ältesten des britischen Assassinenordens. Trotzdem blieb er ein wertvolles Mitglied für den Orden, so wichtig, dass ein Mentor ihn im Jahr 1714 bat, in die Karibik zu segeln, sich mit der dortigen Bruderschaft zu treffen und deren Mentor Atabai kennenzulernen. Walpole akzeptierte die Mission voller Eifer und brach innerhalb eines Monats auf. Die Assassinen in England hörten nie wieder von ihm. Edward Kenway, der Typ, den wir spielen. Geboren in Wales, gestorben in England, 1735. Spoiler! Edward James Kenway wurde am 10. März in Swansea in Wales als Sohn von Bernard Kenway aus Manchester und Lynette Hopkins aus der Nähe von Cardiff geboren. Als Edward 10 Jahre alt war, zog sein Vater mit der Familie auf eine kleine Farm außerhalb von Bristol, einer nahegelegenen Hafenstadt im Südwesten Englands. Anmerkung: Ich bin nicht sicher, ob eine Hauptfigur aus Wales so interessant ist. Können wir die Audios bearbeiten und ihm eine andere Stimme geben? Ich kenne einen sehr guten Schauspieler aus London, der perfekt wäre. Er spricht quasi akzentfrei. DM. Was ist DM? Dieser Umzug hatte eine bedrückende Wirkung auf den jungen Edward. Da ihm der Kontakt zu seinen alten Freunden fehlte, wurde er unruhig und fand kein Ventil für seine grenzenlose Energie. Als Teenager verbrachte er schon mehr Zeit in der Stadt als auf der Farm, da der Wunsch nach Abenteuern die Stimme der Vernunft übertönte. Mit 16 hatte er das Leben eines erfolgversprechenden Farmers gegen das eines hoffnungslosen Taugenichts eingetauscht und vernachlässigte seine Pflichten seiner Familie gegenüber, um Zeit mit seinen rauen Kameraden zu verbringen. Gegen Ende des Jahres 1711 traf Edward im Alter von 17 auf Caroline Scott, eine Frau mit bescheidenen, aber stabilen finanziellen Mitteln. Ihre Freundschaft begann vorsichtig, da Carolines Hand bereits dem pflegelhaften Sohn eines Gesandten des reichen East India Company versprochen war. Doch mit all seinem Charme gewann Edward sie schließlich doch für sich. Innerhalb eines Jahres nach ihrem Treffen heirateten sie. Carolines Vater missbilligte diese Verbindung, die gleichzeitig das Stadtgespräch in ganz Bristol war. Anmerkung: Armer, hübscher Kerl kriegt das schöne, reiche Mädchen. Das schreibt sich von ganz allein. RL. In den ersten Monaten ihrer Ehe sorgte Edward so gut für seine Frau, wie er glaubte, dass es sich für einen Mann in seine Position gehört, doch seine hochtrabenden Träume und sein übersteigertes Selbstbild behinderten, dass er wirklich Verantwortung für ihr Wohlergehen übernahm. Und nach nur einem Jahr verfiel er wieder in seine schlimmsten Angewohnheiten: Trinken, Kämpfen und Faulenzen. In diesen düsteren Zeiten kam ihm sein alter Traum wieder in den Sinn, sich einer Freibeuterflotte anzuschließen und die Karibik zu segeln, um am Krieg gegen die Spanier teilzunehmen und unermessliche Mengen von Gold und Waren zu erbeuten. Dies, so sagte er seiner Frau, sei ihr Weg zu schnellem Reichtum. Da sie eine vernünftige und umsichtige Frau war, versuchte Caroline, ihm diese Fantasien wieder auszureden. Anmerkung: Ist sie ein Drache? Nörgelt sie? Sollen wir sie hassen oder was? Denn ich möchte sicher nicht, dass wir mit Edwards Entscheidung hadern. Er ist der Held. Wir sollten Szenen vermeiden, in denen er trinkt oder spielt. Okay. Bis zum Sommer 1712 hatte Caroline verstanden, dass sie die Abreise ihres Mannes nicht verhindern konnte. Sie wollte nicht länger Teil von Edwards gewagten Plänen sein und verließ ihn, um wieder bei ihren Eltern einzuziehen. Von dieser plötzlichen Wendung verblüfft war Edward nun umso entschlossener, schnell ein Vermögen zu verdienen und die Fähigkeiten, von denen immer behauptet hatte, sie zu haben, unter Beweis zu stellen. Er brach kaum einen Monat später in die Karibik auf, wo er sich schnell dem Freibeuter Benjamin Hornigold und seinem Quartiermeister Ed Thatch anschloss.
Edward segelte die erste Hälfte des Jahres 1713 mit diesen beiden alten Seebären und unternahm regelmäßige Raubzüge auf der Windward Passage. Doch noch im selben Jahr spielte ihm das Schicksal einen weiteren Streich. Mit Unterzeichnung des Friedens von Utrecht wurden alle Feindseligkeiten zwischen den großen europäischen Mächten beigelegt und die Erfolgsgeschichte der britischen Freibeuter fand ein Ende. Arm, arbeitslos und tausende von Meilen von zu Hause entfernt ließen sich Edward und seine Kameraden auf der Insel New Providence auf den Bahamas nieder, um über ihre Zukunftspläne nachzudenken. Dies war eine fantastische Zeit für Edward. In der kleinen Stadt Nassau entdeckte er ein Leben, das sich völlig von dem unterschied, das er zurückgelassen hatte. Die wilde und lähmende Freiheit in dieser kleinen, staatenlosen Siedlung überwältigten und fesselten ihn. Der Alkohol, das Glücksspiel und die Frauen. Der ziellose Wunsch, einfach so zu leben, wie es ihm gefällt. Und doch, so sorglos er auch war, seine geliebte Caroline ging ihm nie aus dem Sinn. Wenn er in der Karibik etwas aus sich machen könnte, vielleicht als Arbeiter auf einer Zuckerplantage, wäre er vielleicht in der Lage, sie nach all der Zeit wieder zurückzugewinnen. Doch in Ermangelung wahrer Überzeugung brechen sich alte Gewohnheiten schnell wieder ihre Bahn. Und es war nur eine Frage der Zeit, bevor Edward wieder mit seinen Kameraden in See stach, um das Leben zu führen, das sie am besten kannten. Nur waren sie inzwischen keine Freibeuter mehr, legal und mit offizieller Zulassung, sondern Piraten. Ohne jede Loyalität ihrem König und ihren Landsleuten gegenüber verdienten sie sich ihren Lebensunterhalt mit Schwert und Pistole und hofften, dass ihr Ende nicht allzu kurz bevorstehen möge. Anmerkung: Wenn wir ein paar der ungehörigen Seiten seiner Persönlichkeit entfernen können, ist das eine super Hintergrundgeschichte. Edward muss einfach ein Hit werden. Okay. Hat er? Haben wir ja noch Piraten, Bukanier und Freibeuter. Diese Begriffe werden oft synonym verwandt, aber es gibt eine Reihe von wichtigen Unterschieden zwischen diesen berüchtigten Hochseehalunken. Piraten. Verbrecher auf hoher See, die Nötigung, Einschüchterung und Gewalt einsetzen, um Unschuldige ihre Fracht und ihre Schiffe zu rauben. Der Begriff Pirat ist allumfassend und kann als Überbegriff für alle benutzt werden, die auf dem offenen Meer der Seeräuberei nachgehen. Piraten stellten seit Erfindung des Hochseesegelns ein Problem dar. Jedes Zeitalter hatte seine eigenen Piraten und jedes Zeitalter verfluchte ihre Namen und romantisierte ihre Beweggründe. Während des sogenannten goldenen Zeitalters der Piraterie, ca. 1650 bis 1725, stammte die Mehrzahl der Piraten von den britischen Inseln. Die meisten waren junge Männer in den 20ern und fast alle verfügten bereits über seemännische Erfahrungen, bevor sie sich der Piraterie verschrieben. Bukanier. Obwohl der Begriff oft als Synonym für Pirat verwendet wird, bezeichnet er eigentlich nur eine ganz bestimmte Gruppe von Piraten, die in der Mitte des 17. Jahrhunderts in der Karibik lebten und auch dort aktiv waren. Sie waren bekannt dafür, in großen Gruppen Siedlungen und Forts an Land anzugreifen. Der Name Bucanier leitet sich vom französischen Begriff Bucanier ab, einem Instrument, mit dem man über offener Flamme Fleisch räuchern konnte, was vermutlich gleichzeitig eine der Lieblingsspeisen dieser eher landgebundenen Piraten war. Freibeuter. Freibeuter waren am meisten Seeleute außerhalb des offiziellen Marinedienstes, die den Gegner unter den Schutz eines Kaperbriefes ihres Königs oder seiner Vertreter, zum Beispiel Gouverneure, angriffen und plünderten. Der Unterschied zwischen einem Piraten und einem Freibeuter ist daher hauchdünn. Piraten segelten lediglich für einen Monarchen weniger. Okay. Dann gibt es noch die Schiffe. Ja, aber die HMS-Intrigue. Achso, die ist einfach nur zum Angucken, okay. Und die Jacobite. Mit den schönen Dingens vorne an der Nase. Vom Schiff zum Schiffe rammen. Eine Fauna gibt's auch. Wir haben ein Wildschwein irgendwo gesehen. Das Wildschwein oder Schwarzwild ist der große Cousin des domestizierten Hausschweins und trägt ein borstiges Fell. Es wurde von den Europäern in die Karibik eingeführt. Kolumbus selbst brachte 8 Schweine aus Spanien mit. Die Wildschweine gediehen auf den Inseln prächtig und wurden von Seeleuten und Piraten gejagt, die das Fleisch pökelten und als Proviant mit auf See nahmen.
Okay, das haben wir soweit. Boah. Halbe Stunde gelesen gefühlt. So, dann können wir jetzt ja erstmal wieder zum Schatz. Denn da hinten ist noch einer. Das ist ein Schatz, der meinen Namen trägt. Hallo? Geh mal runter, danke. Genau, einfach gegentreten. Das macht Link auch immer. So. Dann lass mich mal ganz kurz nochmal die Karte vielleicht gucken. Das ist eine Fortschrittsanzeige. Und was denn? Karte. Da. Was denn das für ein Symbol? Ich glaube, das war später dann diese Schnellreise, ne? Aussichtspunkt. Da. Ach nee, das ist ein Teil davon. Dieser komische Kreis mit dem Pfeil da drin ist irgendwie ein Teil davon, von dem hier, weil wir es entdeckt haben. Oder was sollen wir das sagen? Das ist ein Tor. Das ist ein Tor, weil man sich dahin teleportieren kann oder was? Okay. Ja, das ist ein Schnellreisepunkt letztendlich wahrscheinlich. So, und dann haben wir einen Jaguar. Kommen wir da mal hin? Ich müsste halt nur erstmal gucken, wo ich denn hier wieder hochklettern kann, ne? Wahrscheinlich über Schiff und dann irgendwie dann dahin. Was denn hier für ein Typ? Der hat ja auch 8 Geld dabei. Wow!